Um mit Jupyter Notebooks zu arbeiten, installiert ihr euch am besten diese Anaconda Software. Die bekommt ihr schlicht bei anaconda.com. Dort geht ihr auf Products, Individual Edition und dann lässt ihr es hier runterladen. Und das gibt es dann für Windows, macOS oder Linux. Nachdem ihr es runtergeladen und installiert habt und gestartet habt, sollte sich dieser Bildschirm eröffnen. Hier gibt es alle möglichen Programme für Python-Programmierung, alle möglichen andere Programmierung. Interessiert uns alles nicht. Wir wollen hier Jupyter Notebooks haben. Und dann klicken wir hier unten auf Launch und dann sollte sich ein Browserfenster öffnen, das ungefähr so aussieht. Hier habe ich schon zu einem bestimmten Ordner navigiert. Ihr könnt irgendeinen Ordner anlegen für eure Jupyter Notebooks. Ich habe den einfach so genannt und könnt ihr dort ablegen. Also navigiert zum Beispiel zu so einem Ordner. Wenn ihr dann ein neues Jupyter Notebook anlegen wollt, geht ihr hier rechts oben auf New, klickt drauf und auf Python 3. Das Ganze wird in Python geschrieben. Es öffnet sich ein neues Browserfenster und da seid ihr schon im Jupyter Notebook. So schnell seid ihr da. Und die sind immer in diesen Zellen aufgebaut. Also ihr könnt hier zum Beispiel schon mal was reinschreiben, nämlich vielleicht 4 plus 5. Dann führe ich das hier auf bei Run und dann kommt raus bei 4 plus 6 und kommt raus 10. Funktioniert schon mal wunderbar. Erstes Jupyter Notebook geschrieben, erstes Python-Programm, wenn man das so nennen will, geschrieben. Das hier sind immer so einzelne Zellen, in denen man den Code schreibt und die man einzeln ausführt über dieses Run hier. Man kann hier einfach ein bisschen rumspielen, man kann nichts kaputt machen. Also man kann was einfügen, zum Beispiel eine Zelle darüber und kann hier eine, kann hier zum Beispiel eine Überschrift hinmachen und geht dann nicht auf Code, sondern auf Markdown. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann ist es eine Überschrift. Vielleicht nicht so richtig, dann gibt es ein paar, das ist nicht zugemacht, also das gleiche nochmal. Dann gibt es solche bestimmten Codierungen, um jetzt da nochmal Markdown und ausführen, damit es dann wirklich eine Überschrift wird. Und so lässt sich dann dieser Code auch sehr übersichtlich strukturieren. Hier habe ich eine Überschrift und dann schreibe ich hier rein ein Rechen bei Spiel als reine Erklärung. Das ist dann auch ein Markdown und führe das aus. Und dann hier schreibe ich jetzt rein 5 plus 5. Ich wechsle immer zwischen den Tastaturlayouts, deshalb kommen manchmal diese Sonderzeichen. Und dann wird es auch schon ausgegeben. Und so können sehr leicht Jupyter Notebooks installiert werden und angefangen werden, damit zu arbeiten.